Kosovo. Ein junges Land im Aufbau und viel Potenzial. Rund die Hälfte der Einwohner ist jünger als 25. Allerdings liegt die Arbeitslosigkeit bei 40%. Viele junge Leute zieht es daher ins Ausland. Im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums hat die GIZ 2015 den Deutschen Informationspunkt für Migration, Arbeit und Karriere, kurz DIMAK, in Pristina eröffnet. Sie berät dort junge Leute über die Möglichkeiten von Ausbildung, Studium oder Arbeit, sowohl im Kosovo als auch in Deutschland. Arjan Gashi ist einer von ihnen. Der junge Mann hat als Kind in Sindelfingen bei Stuttgart gelebt. In Kürze wird er eine Ausbildung zum Gebäudeelektroniker bei der deutschen Firma Worum beginnen. Auf DIMAK bin ich aufmerksam geworden durch die TV-Medien. Habe ich natürlich jetzt angeschaut, dann wurde ich aufmerksam geworden durch natürlich die Informationen, was da weitergegeben worden sind. Habe mich von der DIMAK beraten lassen. Die haben mich zu der KDWV weiterorientiert. Und die haben mich dann auch natürlich mit der Firma Worum in Verbindung gesetzt. Edmund Gashi, der Koordinator des DIMAK, erklärt die Aufgaben der Beratungsstelle. There are like three main objectives. Wir haben drei hauptsächliche Ziele. Zum einen wollen wir Arbeitsmöglichkeiten für hier im Kosovo anbieten. Zum zweiten wollen wir die staatlichen Institutionen fördern, vor allem das Arbeitsministerium und die Arbeitsverwaltung. Und drittens beraten wir jene, die sich für einen legalen Einwanderungsweg nach Deutschland interessieren. Der DIMAK klärt die jungen Kosovaren auch über ihre Karrierechancen in Kosovo selbst auf. Die GIZ arbeitet dazu eng mit dem kosovarischen Arbeitsministerium zusammen. Die Mehrheit der Menschen, die wir beraten, bleibt im Kosovo. Sie möchten im Kosovo arbeiten und leben und sich entweder weiterbilden oder hier arbeiten. Arjan wird seine Ausbildung im August im bayerischen Cham beginnen. Bis dahin will er möglichst viel Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Auch das Kulturangebot seiner Stadt Pristina wird ihm fehlen. Ob er nach seiner Ausbildung in Deutschland bleibt oder wie es danach weitergeht, weiß er noch nicht. Bis ich nach Deutschland gehe, werde ich mich weiterhin natürlich mit der DIMAK in Verbindung setzen für weitere Informationen, für die Visaerschaffung und natürlich alles vorbereiten für die Ausbildung, damit ich auch optimal vorbereitet bin. Nachdem ich natürlich die Ausbildung abgeschlossen habe und den Beruf erfolgreich erlernt habe, könnte ich mir gut vorstellen, das mit Studium weiterzumachen.